Weiter geht's. So, wir stehen bestimmt wieder AP zur Verfügung, also schnell AP machen. Wenigstens konnten wir die Moschei retten. Jo. Bergungshut verkaufen, sehr gut. Inventar wird langsam voll. Alles verkaufen. Ja, Handel bestätigt. Natürlich. 62. Irre. Okay, dann mal schnell Waffen verkaufen. Pistolen haben wir nur diese. Wird verkauft. Jetzt muss ich ganz schnell hier verkaufen. Ich hoffe, dass ich die Pistole auch verkauft habe. Und habe ich? Habe ich. Gut, okay. Dann muss ich das noch klicken. Kann man das nicht alles mit einmal verkaufen? Wäre das nicht besser? So, da sind zwar auch viele Waffen dabei, die ich erst hergestellt habe, aber das spielt erstmal in dem Sinne keine große Rolle. Weil viele Sachen davon habe ich ja gewonnen. So, hier Stufe 3. Stufe 3, machen wir weg. Haben wir an der Pistole ja selbst noch ein bisschen was und wir brauchen Platz. Im Inventar. Hat man doch auch ein bisschen sehr, sehr undeutlich gemacht. So, wird verkauft. So, aber das Schatten kann dasselbe. Verkauft. Schattenschaden. Verkaufen auch. Mod-Präzisionsgewehr. Kaufen, verkaufen, verkaufen. Weg damit. Magazinerweiterung. Also, Handel bestätigt. Haben noch 39 Objekte da drin. Sauber und Rüstung. Da haben wir ja noch die etwas älteren Sachen. Auch verkauft, so Brust, alles verkaufen. Das ist, auch wenn eine Rager-Rüstung ganz cool aussieht, weil das, was wir hier anhaben, verkaufen wir nicht. Falls doch, haben wir ein Problem. So, wir sind auf 30 runter. Warum auf 30? Ich habe keine Ahnung. Aber zumindest so. Damit haben wir doch ein bisschen Platz da drin. Ne? Erforschen können wir derzeit nicht so richtig. So, Einsatzteambesprechung. Wird geladen. Ich habe... So, er hat ein Level-Up. Auch nicht schlecht. 50%, das ist zu wenig. Halt, abbrechen. Wählen. Einsatzteam schicken. 91%, machen wir. Ich weiß gar nicht, was das bringt eigentlich. Das bin ich ganz ehrlich, aber das spielt keine Rolle. So, AP-Forschungskontrolle. So, erstmal alle Belohnungen einsammeln. Milchstraßenforschungspunkte haben wir bekommen. Minerallieferungen haben wir bekommen. Biomaterial. Tech-Material. Nice. So, verbesserte Entwicklung. Nächste verbesserte Abläufe zur Stärkung und effektiv erhaltene Forschungsdaten aus allen Quellen 10%. Ja, beschleunigte Forschung, verkürzte Zeit bis zum Erhalt Forschungspunkten. Kann man machen. Kriege ich mehr Forschungspunkte oder schneller? Und das war's. Mehr haben wir ja nicht zur Verfügung. Gut. Haben wir hier noch irgendwie? Nein, haben wir alles. Gut. Ich verstehe, was Sie meinen. Das war's. Das haben wir, hab ich fertig. So. Na dann. Ab auf. Lass doch ein bisschen mal ganz kurz folgen. Ich hab's mir anders überlegt. World Orbit besteht nicht die geringste Ähnlichkeit. Muss man nicht verstehen. Spielt doch keine große Rolle. So. Wir haben nicht viel zur Auswahl. Hier geht's zur Story-Mission nach Eiham. Dann auf nach Eiham. Kinder. Da fliegt man wieder durchs Universum. Das kann ja was werden. Ich spüre, wie die Geißel an dem Schiff zieht. Wenigstens bleibt dadurch Aya verborgen. Ich wüsste gerne, wie die Geißel entstanden ist. Anomalie geortet. Anomalie, nehmen wir. Sonde unterwegs. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, machen wir auch die ganzen Planeten. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Das ist falsch. Großes Mineralienvorkommen. Vielleicht ist hier irgendwas Interessantes. Aber dass man das nicht abkürzen kann, auch schon ein bisschen blöd. Doch, mit Tab überspringen, sehr gut. Kann man jetzt abkürzen, sehr, sehr gut. Naja, ein bisschen Beryllium bekommen, naja. So, mit Tab abbrechen. Geht zum Glück ein bisschen schneller, sauber. Damit geht auch die Planetenerkundung. Ich muss ja Planeten erkunden, um Event mit Straße zu machen. So, Hammer. Hier ist nichts weiter. Okay. Vielleicht finden wir ja Ressourcen oder sowas. Und ich brauche unbedingt noch dieses Bahnnamen, noch was. Zum
Steigern der Rüstung der, nicht der Rüstung, sondern zum Steigern der, Waffen. Der Reliktwaffe, die ich habe. Ich empfange etwas. Anomalie. Schicke Sonde aus. Satellit entdeckt. 50 Helios-Forschungsdaten, naja. Ist jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Aber immerhin etwas. So, schnell und einreisen. Mit Tab-Schnellreiser. Zack, Hammer. Soweit im Grün. Ich empfange etwas. Eine Molie. Ah, tut es. Sonde unterwegs. Orte ein großes Mineralienvorkommen. Na, warum nimmst du es nicht? Graphit. Jawohl. Davon habe ich ja nicht genug. Nein. Ich habe davon Millionen auf Lager. Aber naja, okay. So, dann auf eine Reihe. Sie haben ungenutzte Forschungsdaten. Geben Sie sich zu einer Forschungsstation und erforschen Sie was. Ja, das, was ich erforschen will, kann ich nicht erforschen. Aber da fehlen mir Forschungspunkte und der Rest ergibt für mich keinen Sinn, irgendwas zu forschen. Weil diese Cat-Waffen mit diesen automatischen Dauerfeuer sehr ungenau, sehr munitionsfressend. Die Reliktwaffe ist gar nicht mal so schlecht. Hoffnungsvolle Spur, gegenseitige Gefallen und Wiederentdeckung der Vergangenheit. Das haben wir alles als Quest hier. Na dann, gleich abgeben. Nach Möglichkeit. Willkommen zurück auf Haya. Wir nennen uns der Wüstenplaneten dieser kleinen Oase. Wollten wir ja hin, da ja dort angeblich ein riesen Gewölbe ist, was wohl mit allen anderen Gewölben vernetzt ist. Also sozusagen der Haupthauptgewölbe. Da bin ich mal gespannt. Ich frage mich ernsthaft, wie da Wasser auf diesem Wüsten, also auf diesem Vulkanplaneten ist. Mögen die Sterne uns leiten. Mögen die Sterne uns leiten. Toller Gruß. Beeindruckender Auftritt. Naja. Siehst die Moschein. Willkommen zu Hause. Ich dachte nicht, dass ich es je wieder sehe. Ohne den Widerstand und den Pathfinder wäre ich jetzt nicht hier. Wir waren ein gutes Team. Wir haben nicht nur die Moschei befreit, aber wir mussten die Festung des Feindes intakt zurücklassen. Wir haben viel zu besprechen. Ich werde den Pathfinder zu Ayas Gewölbe bringen. Je eher ich dorthin komme, desto schneller kann ich Eos bewohnbar machen. Dann erledigen Sie es. Ich werde das Gewölbe auf Ihre Ankunft vorbereiten. Ein Shuttle bringt Sie zu mir, wenn es soweit ist. Danke, Moschei. Wir kämpfen schon zu lange allein gegen die Cat. Sie haben bewiesen, dass das nicht so sein muss. Es ist an der Zeit, über ein Bündnis zwischen unseren Völkern zu sprechen. Gute Idee. Wir schaffen mit Freuden Platz für Sie auf der Nexus. Und wir richten Ihnen hier ebenfalls eine Botschaft ein. Unsere Stadt steht Ihnen offen. Cool. Gut gemacht, Jarl. Jetzt warten neue Aufgaben. Ich muss beim Pathfinder bleiben. Jarl ist ein geschätztes Mitglied meiner Crew. Eigentlich nicht. Das wundert mich nicht. Ich sehe die Vorteile. Erlaubnis erteilt. Ich muss einen Bericht einreichen. Verlassen Sie Aya nicht ohne mich. Wenn ich könnte, würde ich es machen. Wenn ich es könnte, würde ich es machen. So, wir sollen erstmal das Shuttle. Vom Osha. Ah, dann müsste ich doch wieder Jungs mitnehmen, weil da sind bestimmt Relikte drin, ohne Ende. Ich war seit über 20 Jahren mit niemandem mehr hier. Es gab immer eine aktive Anzeige für Aya, aber wir konnten nie etwas tun. Okay, mal sehen. Sam?
neu. Ist das ähnlich wie auf Eos? Sagen Sie mir, was sehen Sie? Ich denke, die entscheidende Frage ist, was ist anders? Also, was sehen Sie? Die Gewölbe. Wir wissen, sie sind ein Netzwerk. Allerdings... Sind sie nicht miteinander verbunden, sondern mit diesem Ort? Dieses Bild hat mir der Archon auf einer Reliquie gezeigt. Er nannte es Meridian. Und Ayas Gewölbe ist offenbar als einziges vollständig damit verbunden. Und es macht, wozu es gedacht war. Terraforming. Das Gewölbe auf Eos ist ebenfalls präsent, aber verändert. Unser Zugriff darauf hat die Verbindung beeinflusst. Was denken Sie, Professor? Ich denke, Meridian ist das Kontrollzentrum sämtlicher Gewölbe. Hm? Danke. Das hier ist unglaublich. Wenn wir Meridian erreichen, könnten wir von dort aus ganz Helios zum Leben erwecken. Langsam, Ryder. Der Archon weiß, wo es ist. Er war bereits dort. Was? Wo? Auf Meridian? Natürlich. Deshalb die Folter. Ich sollte ihm helfen, es zu benutzen. Weil er es nicht kann. Meridian ist unsere größte Chance zu überleben. Wir müssen es ihm entreißen. Ja. In seinen Händen könnte eine derartige Macht unser aller Ende bedeuten. Deshalb werde ich es auch verhindern. Für die Sicherheit meiner Leute ebenso wie ihrer. Okay, wir haben ein neues Ziel. Meridian. Brauchen diese Reliquie. Vielleicht weiß ja der Widerstand, wo das Schiff des Archons zu finden ist. Ich rede mit Ephra, damit er sie unterstützt. Wir treffen uns dort. Okay. Das ist auch nur ein Gewölbe. Und Meridian ist das Hauptgewölbe. Dort kriegt man dann eventuell Antworten. Mit Ephra am Hauptquartier quatschen. Naja, machen wir mal klein unterwegs, haben wir noch ein paar Quests, die wir einsammeln können. Gibt es hier schon 30 Station? Wir sammeln unterwegs gleich mal die ganzen Quests ein. Geben natürlich auch ein paar ab. Erstmal hier. Sie sind zurück? Ja. Ja, aber leider mit schlechten Nachrichten. Ihr Lieferant, Keldo. Die Cat haben ihn erwischt. Danke, dass Sie mir bestätigt haben, wie er gestorben ist. Haben Sie die Vorräte? Die Vorräte? Ihr Freund ist tot. Kümmert Sie das denn überhaupt nicht? Ich habe um Keldo getrauert, bevor ich Sie damit beauftragt habe, nach seinem Leichnam zu suchen. Er hat für den Widerstand gekämpft und ist für ihn gestorben. Dennoch brauchen wir das, was er uns versprochen hatte. Die Cat hatten ihre Waffen, aber ich habe sie ihnen wieder abgenommen. Ja, die gesamte und Keldos Mörder sind tot. Das ist gut. So, sie sind aufrichtig, Pathfinder. Und zuverlässig. Ich werde Ephra mitteilen, wie gut sie sich geschlagen haben. Wie viele dieser Tests muss ich noch bestehen? Wir vertrauen Fremden nicht, aber vielleicht können wir mit ihnen zusammenarbeiten. Ich muss die Waffen an ihren Bestimmungsort bringen, aber Keldo würde wollen, dass ich ihnen helfe. Ich habe einige Dinge, die sie brauchen könnten. Und ich will ihre Credits mit eigenen Augen sehen. Handeln wir? Klar. Gerne. Wir sind immer knapp an Ressourcen. Wenn Sie Credits akzeptieren, handle ich gerne mit Ihnen. Das ist doch schon mal ein Anfang. Werfen Sie doch mal einen Blick auf meine Waren, wenn wir hier fertig sind. Vielleicht finden Sie ja etwas, das Sie brauchen. Schau mal nach. Was hast du denn Schönes? So, erstmal fürs Auto hat er nix. Schade. Rüstung ist relativ, Pistole ist relativ, Mineralien ist relativ, Munition ist relativ. Eigentlich doch, nee. Ja, Ressourcen wäre nicht schlecht. Biomaterialien, nein. Das nicht. Tech-Materialien. Auch nicht so richtig. Mineralien generell. Titan hat er, Nickel, Aluminium, Beryl, Eisen, Graphit, Kupfer, Magnesium. Nee, der hat nicht das, was ich gerne haben möchte. Naja. Naja, das ist. Man kann ja nicht immer Glück haben. Das ist ja. Klappe. So. Irgendwelche Bekanntmachung. Irgendwas lässt sich hier scannen. Lässt sich nicht scannen.
Vantimilder. Haben wir auch. Okay, wir haben auf jeden Fall schon mal einen Händler hier, den wir hier verwenden könnten. Falls wir mal einen brauchen. Man handelt nicht, man kauft sich nicht Waffen, man findet sie. Das ist mein Devisa. Das ist die Good Old. Das ist mein erster Besuch auf Sachsen. Ist das hier? Ja. Ah ja. Es ist schöner, als ich es mir je vorstelle. Hier vorne sind eine Menge Quests. Laut Karte. Genau rechts von mir. Für Ihre Überlebenschancen tragen Sie eine Panzerung. Springen kann ich nicht. Aber hier ist eine Quest. Ah, was ist los? Ich hätte nie gedacht, dass ich die Morschei jemals wiedersehen würde. Und noch viel weniger, dass wir es Ihnen zu verdanken haben. Willkommen auf dem Markt. Ich bin Arbiter Renard. Meine Aufgabe ist es, den korrekten Umgang zwischen Händlern und Kunden sicherzustellen und etwaige Streitigkeiten zu klären. Als erster Fremder, der unsere Stadt je betreten hat, können Sie unsere Gesetze nicht kennen. Das sollten wir ändern. In Ordnung, was muss ich wissen? Ich will hier keine Schwierigkeiten machen. Wie kann ich mich über Ihre Gesetze informieren? Ich schicke Ihnen eine vollständige Übersicht. Machen Sie sich mit den Inhalten vertraut. Persönliches Verantwortungsbewusstsein ist einer der Grundpfeiler unserer Gesellschaft. Und wir erwarten es von jedem. Verstanden. Bitte suchen Sie auch meine Kollegen im Büro der Gouverneurin und im Hauptquartier des Widerstands auf. Von ihnen erfahren Sie mehr über unsere Kultur sowie darüber, was es bedeutet, sich frei unter uns zu bewegen. Es ist wichtig, dass Sie das verstehen. Es wäre schließlich höchst bedauerlich, wenn Sie unwissentlich gegen unsere Gesetze verstoßen würden. Ja, das könnte man tatsächlich mal gebrauchen. Tja. Kurz gucken. Da oben ist noch eine Quest und da muss ich auch noch hin. Ich würde sagen, gehen wir gleich mal hin. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch gleich machen. Nur ein Quest einpacken sind Erfahrungspunkte und verdammt, davon kann ich eine Menge hier brauchen. Ich muss Waffen rüsten. So, erstmal hier. Den Arbeiter. Gut, geht nicht. Muss mal auf die andere Seite gehen. Handelsgesetze. Naja. Arbiter Renard hat sie bereits angekündigt. Nicht. Ich habe ein Datenpad vorbereitet, das unsere Gesetze ausführlich beschreibt. Okay, hab ich. Machen Sie sich mit ihnen vertraut. Hab ich. So, der hat noch eine Quest. Pathfinder, ich bin Enro Bosan, der Assistent der Gouverneurin. Wie Sie sich sicher vorstellen können, hat Ihre Ankunft hier die Bewohner Ayas beunruhigt. Es wird noch lange dauern, bis Sie Fremden wieder vertrauen können. Ja, und genau deshalb wollen Sie, dass die Nexus Ihnen zuhört. Wir haben in der Stadt Terminals aufgestellt, an denen die Einwohner Nachrichten an die Nexus hinterlassen können. Ich wüsste es sehr zu schätzen, wenn Sie sich die Zeit nehmen und diese Botschaften an Ihre Leute weiterleiten würden. Kriegen wir hin, kein Problem. Eins nach dem anderen. Ja, wo das jetzt aber machen? Super schnell die nächste Kommandeurin auf. Hier noch mehr XP. Denn das sind die ganzen Terminals, das ist okay. Aber der Wagen. Was ist das hier? Markt? Holographische Nachricht, okay. Irgendwelche Terminals, naja. Das sind bestimmt die Dinger. Okay, sollte man sich nicht reinstellen. Das flackert dann. So. Alles unbearbeitet dahin schicken, das ist natürlich klar. So, wenn wir in diese Richtung gehen, kommen wir dann auch schon auf die nächste holographische Station. So, auf dem Rückweg klicken wir dann alle an. Das Track, der säuft sich erstmal ein. Machen. Ryder, Sie werden gerade von einem Ankh. Klar, ich scanne so Botschaften. Nähe detailliert gescannt. Dann sollte ich mich vielleicht mal vorstellen. Genau, stellen wir uns mal schnell vor. Wenn wir gescannt werden, stellen wir uns mal vor. Hallo? Ich arbeite. Sie haben mich ziemlich intensiv gescannt. War das etwa nicht Ihre Art, willkommen Fremder zu sagen? Ich wollte nicht aufdringlich sein.
Ist notiert. Wieso interessieren Sie sich so für mich? Sie sind ein Alien auf meiner Heimatwelt. Wie könnte ich da nicht an Ihnen interessiert sein? Sie hätten mich auch einfach fragen können. Na schön. Wären Sie bereit, sich einer Vollspektrumanalyse Ihrer Biologie zu unterziehen? Legen Sie los. Ich kann gut verstehen, dass Sie neugierig sind. Scannen Sie mich ruhig. Ich hätte nicht gedacht, dass Sie damit einverstanden sind. Tja, ich stecke eben voller Überraschungen. Das stimmt allerdings. Wenn man vor der Auslöschung steht, ist die Familie unser letzter Trost. Verstehen Sie das? Ich kam gemeinsam mit meiner Familie in diese Galaxie. Mein Vater starb am Tag unserer Ankunft. Aber Sie setzten sein Vermächtnis fort. Letzten Endes wusste er das. Familie bedeutet uns alles. Und das beinhaltet nicht nur unsere jetzigen Verwandten, sondern auch jene, die uns nachfolgen werden. Wie wird die eigene Familie in 5 Generationen aussehen? In 10? Wie viele Angehörige wird sie haben? Sie befürchten, es könnte mehr von uns als von Ihnen geben. Ich habe 23 Enkel. Ich will wissen, was Ihre Enkel irgendwann erben werden. Auf Wiedersehen, Pathfinder. Mission erledigt, gibt zumindest XP. Alles mitnehmen. Wenn die mir mitnimmt, desto schneller ist es. So, da geht's zum Osha. Aber was die zu sagen hat, fahren wir leider zur nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.